willkommen zu einer weiteren Sendung. Mein Name ist Andreas Pietlam und ich heiße Sie herzlich willkommen. Bevor es denn richtig losgeht, sehen Sie hier einige Programminformationen.
Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund. Und wenn Sie nicht gesund sind, dann werden Sie wieder gesund. Bis zum nächsten Mal, Ihr Andreas P. Klamm. Sind Sie Sportler? Sportfan? Oder sogar Sportreporter? Dann machen Sie mit! Auf die Plätze, Video los! Ein Wettbewerb für Videomacher rund um den Sport. Gewinnen Sie tolle Sachpreise wie zum Beispiel ein Jahreslos von Toto Lotto, einen Gutschein über 1000 D-Mark für Sportausstattung oder sogar eine Videokamera. Na, interessiert? Dann schicken Sie Ihren fertigen Videofilm an das Bildungszentrum Bürger Medien. Alle weiteren Informationen erhalten Sie in allen offenen Kanälen oder unter der Rufnummer 0621 5202 238. Einsendeschluss ist der 5.1.2001. Also, mitmachen lohnt sich!
Hallo und herzlich willkommen zu XXL Info. Heute hat in Mannheim ein neuer Radiosender seinen Sendestart gefeiert, anlässlich der Filmfestspiele Mannheim-Heidelberg. Ab 20. November geht es dann in den Dauersendebetrieb auf der 105,4 MHz. Mehr Hintergrundinformationen gibt's jetzt. Radio ist. Ein freies Radio macht keine Werbung, bietet Offenheit für alle Bürger. Ja, und finanziert sich durch Mitgliedsbeiträge. Also hört rein und kommt einfach mal auf eins unserer Treffen oder hier im Stadthaus vorbei. Und von 22 bis 24 Uhr hören und erleben. Ja, was das auch wieder heißt, weiß ich nicht. Erlebt es einfach, dann wisst ihr es. Genau, ihr werdet das hören und erleben, wenn ihr wollt. Und danach gibt es sogar noch weiter von 0 bis 6 Uhr für ganz Ausgeschlafene. Bis gibt es noch bis zum frühen Morgen Radio Kommunale. Und zwar ist das unser Heppenheimer Pendant, eine Initiative, die leider noch nicht dauerhaft senden kann. Aber mit denen haben wir auch schon ein bisschen was zusammen gemacht und die mit uns. Und die senden heute Nacht. Wieder abfahren. Wo ist er denn? CDA? So geht's, los geht's. Wenn er will. Jetzt muss gleich mal sehen. Also ich bin der Thorsten vom Bermudafunk, ich bin der geschäftsführende Vorstand hier. Neben mir gibt es noch andere geschäftsführende Vorstände. Wir versuchen hier gemeinsam das Freie Radio Rhein-Neckar zu etablieren. Und ja, was machen wir denn eigentlich so? Momentan versuchen wir hier zu senden. Ja, neben mir sitzt der Kai. Das ist vom Jugendradio einer. Ja, was für einer? Ich glaube, er ist ganz nett. Und er macht das auch ganz gut. Und macht es auch Spaß? Doch, ja. Gut, das ist ja schon mal gut. Ja, seit 1998 gibt es den Verein. Wir haben das Radio aufgebaut. Seit November dürfen wir offiziell senden, und zwar dauerhaft. Deswegen senden wir jetzt zunächst mal vom 8. bis 19. November hier im Rhein-Neckar-Dreieck. Eben zum Internationalen Filmfestival Mannheim-Heidelberg. Und ab 20. November sind wir dann dauerhaft aus der Alpenfeuerwache. Was wird bei Bermudafunk anders sein als bei Commercial Radios wie RPA, wie Regenbogen oder Big FM? Ja, der Hauptunterschied zwischen Bermudafunk und allen anderen Sendeformaten ist natürlich, hier darf jeder mitmachen. Das ist schon mal ein entscheidender Unterschied. Und zum anderen ist unser Radio nicht einschaltquotenorientiert. Da wir keine Werbung im Radio haben, auch das ist natürlich anders, ist es so, dass jeder hier im Prinzip senden kann, was ihm Spaß macht. Und es kommt nicht darauf an, ob er jetzt möglichst viele Hörer erreicht oder Hörerinnen oder ob das jetzt nur eine ganz kleine Zielgruppe ist. Hauptsache, es ist etwas, was Spaß macht und es ist etwas, was entsprechend in der herkömmlichen Landschaft zu kurz ist. Wir fördern explizit das, was bei den anderen unter den Tisch fällt. Wenn sich jemand fürs Radio machen interessiert, was muss er tun, was kann er tun, um bei Bermudafunk in den Äther zu gehen?
Ja, wer bei Bermudafunk mitmachen will, ist dazu herzlich eingeladen. Das geht eigentlich relativ einfach. Man kann bei uns anrufen, beispielsweise in der alten Feuerwache, eben unter Mannheim 0621 397 97. Man kann sich Infos über das Internet holen, http://listen.to/bermudafunk, oder man kann einfach zu einer Redaktionssitzung kommen. Die finden jeden zweiten und vierten Monat, Montag im Monat um 19.30 Uhr in der alten Feuerwache statt. Da kann man einfach hingehen, mitmachen und loslegen. Hallo, ich bin der Kai, ich bin 17 Jahre, komme aus Mannheim. Ich bin bei den Jugendmedientagen zum Radio gekommen, zum Bermudafunk, und mache jetzt mittlerweile die Jugendsendung und helfe Leuten, die neu dazukommen und in meinem Alter sind, denen, zeige denen, was sie machen können, was es gibt für Möglichkeiten. Welche Richtung, plan mit denen vielleicht auch Sendungen, wenn sie das wollen, denn ich könnte sie das selber machen. Plan aber auch meine eigene Sendung, weil ich auch selber eine Sendung mache mit verschiedenen Themen. Da geht es mal darum, da mache ich Anruferrunden, da rufen mich dann die Leute an, da geht es um ein Thema wie zum Beispiel, wie es es überall in Jugendzeitschriften zum Beispiel gibt, mein erstes Mal oder sonstige ewig Jugendsachen halt. Oder dann als nächstes mache ich eine Wunschrunde oder so, verschiedene Sachen oder aktuelle Themen, wenn es irgendwas Aktuelles gibt. Oder kündige Sachen an, wenn zum Beispiel irgendwelche Sachen sind für Jugendliche, Demonstrationen oder ähnliches, wo sie hingehen können. Oder schöne Veranstaltungen oder sonstiges. Ja, und ansonsten war das meine Aufgabe beim Bermudafunk, die ich so mache. Ja, also wenn ihr mal was anderes erleben wollt als das Übliche, was ihr sonst im Radio hört, schaltet einfach mal ein. Bermudafunk, freies Radio Rhein-Neckar e.V. Hier könnt ihr entsprechend die unterschiedlichsten Sendungen mit den unterschiedlichsten Moderatorinnen und Moderatoren erleben. Alles, was es sonst kaum oder gar nicht gibt. Genau. Und wenn es geht, hört viel Jugendradio. Also 105,4 einschalten. Genau. 105,4. Dezimiert. Aber keine Angst, im Rhein-Neckar-Dreieck sind sie keineswegs verschollen auf der 105,4 MHz Bermudafunk, freies Radio Rhein-Neckar. Also einschalten nicht vergessen. Bis demnächst, sage ich tschüss, alles Gute, bleiben Sie gesund. Ihr Andreas Peter.
Sind Sie Sportler? Sportfan? Oder sogar Sportreporter? Dann machen Sie mit! Auf die Plätze, Video los! Ein Wettbewerb für Videomacher rund um den Sport. Gewinnen Sie tolle Sachpreise wie zum Beispiel ein Jahreslos von Toto Lotto, einen Gutschein über 1000 D-Mark für Sportausstattung oder sogar eine Videokamera. Na, interessiert? Dann schicken Sie Ihren fertigen Videofilm an das Bildungszentrum Bürger Medien. Alle weiteren Informationen erhalten Sie in allen offenen Kanälen oder unter der Rufnummer 0621 5202 238. Einsendeschluss ist der 5.1.2001. Also, mitmachen lohnt sich!